Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Mega Man 2. Und mit dabei ist der Kibbel. Grüß dich. Und wir machen jetzt hier die vergessene Episode sozusagen. Ja, freust du dich auch drauf, endlich? Na, aber hallo. Nach gefühlten 1 Million Jahren. Nach gefühlten 1 Million mal nachfragen, ja. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal bis hierher gespielt, haben hier 7 Leben, geilo, und haben hier einen Arsch voll Energiecontainer. Ich hoffe, das schaffen wir diesmal. Diesmal schaffen wir das. Legen wir los. Zur Not, diesmal auch mit Safe Stats haben wir uns überlegt, weil gerade zum Ende hin wird es doch sehr knackig. Sicher ist besser, ne? Wir wollen es definitiv zu Ende bringen. Wir haben es uns auf To-Do-Liste geschrieben und das werden wir auch irgendwie machen. Zur Not mit allen möglichen Hilfestellungen. Jo, es wird schon irgendwie. Wir sind ja keine Mega-Pros, Mann. Also Mega-Pros. Mega-Pros, sondern wir sind ja bloß Mega-Man-Spieler, also beziehungsweise der Pickhunter. Er hat es ja früher gespielt, ohne Ende. Ja. Aber wie halt mein Gedächtnis ist. Wie dein Gedächtnis ist? Jetzt, warum ist der nicht kaputt gegangen? Halt. Soll ich nehmen einen Energiecontainer? Ja, sicher, ne? Ja. Nicht, dass ich hier kaputt gehe. Weil ich blöd. Das wäre natürlich ultra scheiße. Ungut. So, hier nehmen wir Item 3 übrigens. Da können wir richtig geilo hochspringo. Und dann Claymoro und Bumso. Und mit der letzten. Bam. Endlich. We did it! Jetzt habt ihr es gesehen, wie es funktioniert. Ja, es geht sogar mit einer so einer Bombe weniger. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht markiere ich jetzt hier im Video gerade die Stelle, wo man da ungefähr hinschießen muss. Da kann man oben links so eine Wand kaputt sprengen und gleichzeitig das Teilchen durch die Explosion mit wegfangen. So, und jetzt kommen wir endlich ins Final Wily Castle. Yeah. Ich habe jetzt hier auch keinen blassen Schimmer, aber wir gehen einfach mal irgendwo rein. Also, da sollte man natürlich nach den Waffen abgehen, ne? Also, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wie das war. Ich habe welche Waffe für welchen geht. Ach, ich mache das immer nach Gutdünken. Ja, gut. Ah, ja, guck mal, gegen den ist, glaube ich, voll gut. Ja, das klingt sehr sinnvoll, ja. F ist Flash. Normal, Heat. Ja. Oh fuck. Fick dich. Nee, ist nicht so geil. Ah! Nee. Metal Blade. Ja. Ah, genau, klar zur Segen. Was sonst? Ich muss jetzt mal auf die andere Seite. Ja. Weil gibt es nämlich dann immer noch Energie zu holen. Wenn man dann auf dem Teleporter stehen bleibt, ist man gleich weg. Ist das Ding jetzt weggegangen? So ein Ficker. Ey, pst. Ja, ist doch so. Ja. Die Arschsau. So, Airman. Was ist gut gegen Air? Man weiß es nicht. Doch, ich weiß es gleich. Ja? Ja. Ich bin gleich hier voll der Freak. Dann warte ich mal, bis du mir das sagst. Ja, ich kann dir das sagen. Bis du in deinen endlosen Weiten gekramt hast. Ja, sofort. Und zwar funktioniert das ganz easy. Erst gehen wir ganz oben links rein. Kannst du nochmal rausgehen? Hm? Nee, ja? Das ist jetzt zu spät. Wir sind schon bei Airman. Ach, du bist schon bei Airman. Airman, Leafshield. Leafshield? Jo, mach mal Leafshield. Welches ist denn hier? Warte mal, Wood? Blattschild. Wahrscheinlich hat es genannt. Ja, genau das. Da musst du da treffen, das war's da. Ja, oh ja. Ey, es geht gut. Ja, es geht jetzt alles gut, was ich da sagen kann. Ja, okay. Jetzt oben links sagst du? Ja, ganz oben links, genau. Das okay. Ist sehr gut. Den nehmen wir mal mit Bubble Leaf. Ja, mit. Mit Bubble. Mit Bubbles. Mit Bubbles. Bubble. Ach komm. Mach mal Bubble. Komm, noch mal. Man, also, oh. Guck mal, wie einfach das ging. Ja, mit ein bisschen, mit einer guten Anleitung. So, next, please. Next, 1, 2, 3, 4. Gleich unten links den. Den habe ich schon. Nee, unten links, da von der Mitte. Habe ich schon. Und die ganze linke Seite ist fertig. Nein, unten links, Mitte. Unten links, Mitte. Bitte, unten links. Ich habe verstanden, unten links, Mitte. Ah ja, hier Bubble Man. Ja. Der macht man mit Metal Blade wahrscheinlich kaputt. Bingo. Hast du gut erkannt? Da merkt man, du bist eben Pro. Hä? Komm. Pro, Baby. Ja, hab ich den nicht mal geilo, kaputto. Jetzt so. Hast du endlich mal Skill wieder gezeigt. Ja. Gleich daneben machst du den? Gleich daneben? Ja. Okay, da sind wir bei Fireman, Flashman? Flashman? Nee, Quickman. Machen wir mit Timestopper. Ja. Jetzt tun wir wegtimen. Zeitstopper wahrscheinlich. Ah, halt, das war Quick Boomerang. Ich war jetzt auf Quick Boomerang, aber es wäre F wie Flashman. Arsch.
kannst du zugucken, jetzt wie um Tulten. Yep. So, und danach machen wir den wahrscheinlich kaputt mit Metal Blade. Ne, machen wir nicht. Ne, mit normalem. Mit normalem Super Buster, Mega Buster. Ja, wahrscheinlich. Ne, ich weiß. Doch, doch, wahrscheinlich, ja, genau. Komm, noch ein bisschen. Oh, hast du ein Schwein gehabt? Hast du einen? Ich habe einen ganz großen bewiesen, habe ich gerade, ja. So, genau, ja. So, da sehe ich den Kleider oben, jetzt rechts, unten. Oben, rechts, unten? Ne, unten, rechts. Unten, rechts? Ja. Zoom. Crashman. Crashman. Mit Air-Shooter. Crashman mit dem Luftshooter. So. Es geht ja richtig flink, ja? So. Ja, bis nächstes ist bestimmt Mitte. Was? Ja, genau. Hm. Also einfach der Reihe nach. Das ist Metal Man. Die macht man mit Metal Blades auch kaputt. Richtig. Und den nächsten macht auch mit Metal Blade kaputt. Ja, der ist ja mega empfindlich gegen seine eigene Waffe, der Trottel. So ein Troll. So, ja. Den nächsten machst du genauso mit Metal Blade. Ey, guck mal, wir machen jetzt mal ein Safe Stat. Nee. Doch, komm. Nein, doch. Okay, mach's. Safe Stat. I. Das muss man merken, mit I und laden mit P. Ja. IP. IP. Welcher war denn das nochmal? Ja, irgendwer. Trottelman. Ja. Mr. Unbekannt. Mr. Unbekannt. Aber Trottelman klingt geil. So, Mr. So, Wily. Oh. Die macht man mit normal kaputt, wa? Oder mit Bumerang? Ich probier's mal mit dem Bumerang. Atomic Fire. Atomic Fire? Ja, was auch immer. Flash Super Heat. Da. Atomic Fire Heat, ja genau. Mhm. Den machst du damit kaputt. Also die erste Form von ihm, muss man dazu sagen. Oh, jetzt ist alle. Ja, den Rest musst du wieder wegschicken. So kaputt machen. Oh fuck. Und natürlich nicht sterben dabei. Oh ja, das war jetzt echt schwierig. Selbstverständlich nicht. So. So, deine zweite Form machst du mit Arm Cannon oder Metal Blade? Auch mit Metal Blade ging. Also gut. Mit P oder M auf Deutsch. Nee, trifft aber nicht. Treffen, ne? Ja, nee, der trifft nicht. Dann mach die Arm Cannon. Also, nee, warte, ich zeig's dir nochmal. Das ist ja jetzt, wer mehr Safe Stats. Oh doch, der trifft. Okay. Ja, jetzt musst du nochmal laden. Ja. Oder ich geh einfach nochmal rein. Aber ja, geh einfach nochmal rein. Wir nee, komm, wir laden nochmal, dann haben wir nämlich hier das Zeug voll. Wie wollt's laden? P. Ja. Oh. Naja, ist kein Problem. Das war ja nur der, ne? Ja. Der war ja ganz, ganz schnell. Bam. Das ist komisch, man. Mit Atomic Fire sagst du, ja? Hm. Heat. Atomic Fire ist Heat. Ja, also H eigentlich. Genau, so speichere ich nochmal, ja. Mhm. Safe aber Stat eigentlich ist e. doch H. Es gehört Atomic Fire ist eigentlich H. Nee, H ist. Ja, Heat, na, habe ich doch ausgewählt. Atomic okay. Fire ist Heat sozusagen, Heatman. Mhm. Oder halt Hitzeman. Hitzeman, ja. Hitze, genau. Atomic Hitze. Ey. Hm? Man muss auch treffen, ja. Klar. Bitte nicht sterben. Wie wollt's laden? Ja, genau so. Ne, ich hab nicht geladen. Load P. Ich muss mir jetzt P merken, ja. Also ja, P, einfach nur P drücken. P ja. Wie. P wie Paula. P wie laden, ja. Ist logisch. Du musst besser werden, Alter. Zeig's ihm. Lass ihn raus, den Tiger. Immer drüber springen, wenn er so ein Ding schießt, genau. Ja, das versuche ich ja. Und dabei dann immer in Richtung und schießen einmal, ja. Er kann ich ja aufladen. Ich das vergessen. Ach du, cool. Das sieht doch gut aus. Sollte man merken. Hey, cool. Einmal P drücken. Hab ich. Aufladen und dann immer, wenn sie erschießt, einmal drüber hüpfen. Das kriegst du hinkommen. Hoch. Das ging schnell. Ja, nochmal, komm. Also, ist schwer oder was? Was jetzt schon Metal? Nee, in der zweiten. Na, ist doch schon die zweite Form, die siehst du noch nicht, ja? Ah ja, okay. Da stimmt, bei mir lädt das unglaublich lang. Energietank. Ich hab halt nur 56k Leitung hier. Die guten alten. So. Ja. Ach so, jetzt kommt Stufe 3, ne? Ja, das ist mal, was machen wir da? Gar nichts. Einfach versuchen, ne? Und wenn es dann Alien wird, Bubble, das war's. Okay. Mach ein Safe-Stat auf jeden Fall. Bang. Mach ich mit I. I. Jetzt kommt das zweite Wily Castle sozusagen. Ja, ja. Safe ja, ja. Stated. Stated. So. State of the art.
Bestehende Waffen nochmal aufladen. Falls möglich. Und ich kann dich gar nicht kaputt schießen, das ist ja doof. Das ist ja doof. Wir haben keine Musik. Was? Keine Musik hier? Wir haben ja keine Musik, wir haben ja bloß die Sounds, wie die Dinger da rumblubbeln. Das ist halt so. Ja. Es ist melodramatisch. Ja. Wahrscheinlich. Komm, Tropf, Tropf, Tropf. Keine Musik? Das ist sehr emotional. Emotions. So, also den knallst du normal weg, da hilft nichts. Den knallst du normal weg, da hilft nichts. Aber wie fliegt die Sau, ey? Aber es ist gar nicht Dr. Wily, wie es aussieht. Nein, das ist ein Alien-Hype. Stopp, ist es die Alien erste Form oder zweite? Das ist die erste Form. Ach nee, doch Alien, dann nimmst du mal Bubble Lead. Das Bubble Lead? Bubble Lead, Bubble Lead. Bubble halt, ne? So ein Scheiße. Nimm's einfach Bubble. Bubble könnte klappen. Muss man mal testen, sagst du? Ja. Oh. Unbedingt. Aber deine Energie musst du einmal testen. Nö. Ja, erstmal gucken, wie erstmal reinkommen bei dem Meister. Ja, es ist schwierig hier nochmal reinzukommen, weil ich versage hier immer schon an früherer Stelle so oft. Ja, der ist nicht einfach. Das geht mal zu. Du machst ja gleich Bubble und dann überlegst, weil der macht immer eigentlich dasselbe. Im Grunde sollte man das schaffen. Möglichst treffen mit einem Bubble, weil du hast ja nicht so oft. Und das Problem ist, ja, der zieht übel, ja. Du musst echt aufpassen. Du musst mal jetzt echt üben, ne? Das kann ein Stück dauern jetzt, ja. Aber du darfst dich nicht unbedingt an den ranrammeln. Ups. Ein Bubble muss treffen, ne? Das ist ein Muss. Scheiße. Wenn der nicht trifft, ist es eigentlich schon für ein Babu. Weil die normale Waffe, die hilft gleich auch nochmal. Ey, Arsch. Oder zumindest. Ja, ich hab's gesehen. Ja, das kann sein. Auch mal noch ein Safe-Stat so ziemlich, wenn er jetzt gerade alles sich verwandelt hat. Ja, ist eine gute Idee. So ziemlich in etwa. Ja, warte, er muss ja noch seine Energie aufladen. Nee, warte, und jetzt. Okay. Mit Bubble am besten nochmal ein Safe-Stat machen. Ja. Und jetzt. So, okay. So, ausweichen und dann. Einmal brauchst du bloß die Punkte da ausweichen, ne? Also diesen Schießdingern. Und dann immer mal, wenn er dir gerade in der Nähe kommt, dann schießt er einmal. Du musst immer von bis er runterkommt. Ja, jetzt könntest du, genau. Scheiße, ich hab doch noch einen gekriegt, ey. Naja, das geht nicht immer alles, ne? Also ruhig, langsam, cool bleiben, Hauptsache ausweichen und immer, wenn er runterkommt, dann versuchen. Hey, ich hab doch getroffen. Ja, und manchmal triffst du auch 10 seine Perle da. 10 seine Perle? Hier komme ich nicht mit den Energietanks, egal. Ja, okay, einmal darf man ja noch. Das ist der letzte. Also hier darfst du jetzt alles verbrauchen. Scheiße, daneben. Ja, ist nicht so gut. It's not good. Ist nur gut. It's not good. Es ist nur gut. Kennst du den noch, ja? Ja, freilich. Mit der Hakennase. Der alte. Mit der Hakennase, der alte. Ja, der alte Jude, der. Naja. Scheiße. Oh, scheiße, komm, letzter Treffer. Alter, nochmal? Jawohl, wir haben es geschafft. Jö. Ey, komm, das ist eigentlich ein sehr schwerer. Ja, jetzt habe ich aber keine Energie. Macht nichts, es kommt nichts mehr. Du hast es geschafft. Ach so. Musst du jetzt hier nicht auch noch was kaputt schießen? Nee, das ist gegen Mother Brain kämpfen oder nee, so? Nee, ist Finale. Eigentlich nicht, ist Finale. Okay, dann lege ich mal den Controller beiseite. Tja, Dr. Wily war halt doch kein Alien. Ich glaube, du musst doch nochmal bewegen, oder? Ah, nee, das war irgendwas. Keine Ahnung, was war anders hätte. Achso, jetzt verbeugt er sich. Das ist ja gut gemacht, Mega Man. Du bist hier der Olympus-Typi. Möchte sein. So. Verbeuge dich. Ach, scheiße, Mann. Ich wollte jetzt ja gerne das Metal Blade nehmen und denen einfach den Kopf abhacken. Oh, das wäre eine richtig Splatter-Action gewesen. Mega wäre das, ey. So, mega Splatter. Wir haben jetzt endlich mal das Ende. Die Welt gerettet. Und sehen ein schönes Outro. Ja. Für NES. Das sieht aber aus wie Blätter hier, ja. Aber es ist ja Heat. Ist auch Leaf. Nee, das ist Heat. Ja, stimmt. Aber warum Blätter? Wahrscheinlich passt es einfach von der Farbe her, weil man hat nicht so viele Farben auf dem NES, ne? Ja, stimmt schon. 52 Farben. Wobei da noch transparent mit eingerechnet wird. Hm, stimmt. Also insgesamt maximal auf ein Bild 52 Farben. Pink Man. Epische Melodie und jetzt spult vor. Ach ne, ich dachte jetzt, hier spult jemand vor. Aber schönes Outro, kann man. Ja, das ist ganz. Das ist okay. Man sieht halt immer das Gleiche im Wandel der Zeit. Im Wandel der Zeit. Und Mega Man erfreut sich an dem grünen Grün. Und setzt seinen Helm ab und geht weg.
man hat es endlich geschafft. Weil ursprünglich, das ist ja sozusagen sein Kampfhelm, ne? Der hat ja den Helm nicht immer auf. Also, wenn er mal schlafen geht, hat er den Helm ja gar nicht auf. Jetzt gibt es ja die Gegenehre. Gegenehre. Von ihm da. Hat er. Nummer 9, Lord Nummer Reaper. 10, Nummer Airman. Aber die Gegnernamen hat er gelassen, ne? Airman. Bubblemann. Ja, wie hört sich denn das an? Der Blasenmann. Ja, das ist. Der Schnellmann. Der Schnellmann. Ja, nee, das sind die Eigennamen, die kann man schon lassen. Und der Zerstörmann. Nee. Nummer 13, guck mal, der Unfallmann. Die haben sogar Nummern gehabt. Ja, die sind alle durchnummeriert. Der wird schreiben, Crash-Test-Dummy oder Test-Dummy. Unfallmann. Crash-Test-Dummy-Mann. Geht man. Wut. Ach ja. Ichikawa. Endlich haben wir es durch. Hat ja gar nicht so lange gedauert jetzt, ne? Nee, du warst Charaktergestalt, genau. Ja. Gestalt, ja. Das hat er schön gemacht, ne? Ja, ja. Toll. Ja, Schwächen. Ja. Hat sich aber Mühe gegeben, komm. Rebound, ja, mal. Es ist okay. Es ist ja, dann ein Buchstaben dann so. Naja, aber es ist Deutsch, ne? Die Not macht erfinderisch. AK. Besonderen Dank. Ey, komm, das hat er schön gemacht. Sogar das Outro übersetzt. Herrlich. Ja, ich sag mal, im Raum, sag ich mal, sieht es jetzt nicht so schwer aus. Es ist relativ alles vorhanden. Man kommt relativ schnell an die Zeichensätze auch ran. Also, ja. Es war eigentlich im Grunde eine schnelle Übung von Rieber, hat er auch selber gesagt. Und ich habe mir das auch mal angeguckt da drinnen. Und ja, es ist die Wahrheit. Man kommt relativ schnell und einfach ran. Fischmann! Danke fürs Spielen! Oh, schön! Präsentiert von Capcom! Capcom! Marvel vs. SNK vs. Capcom vs. Street Fighter Cross Tekken. Auch, ja. Wir haben es geschafft auf jeden Fall. Somit kommt ein wunderschönes Outro singen. Proudly präsentiert von Capcom. Jetzt hast du endlich deinen Lieblingstitel. Tja, siehst du, da hat er nämlich auch keinen Helm auf. Willst du nochmal sehen, wie er den Helm aufsetzt? So. Ja, und dann drücken wir raus. So. Tschüss. Na, hab dann. Macht's gut, Leute. Hier ist das Passwort für Level 1. Für nichts gemacht. Für nichts. Das Passwort für nichts. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play Something. Nee, wir sehen uns bei irgendeinem anderen LP. Ja, dann. Genau. Mega Man ist jetzt diesmal offiziell abgeschlossen. Mega Man 2. Offiziell abgeschlossen, genau. Mal sehen, was ich mir als nächstes pseudomäßig Quatsch so spontan raussuche. Also, genau. Macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Tschüss.